Na komm. Aber pass auf mit den Schuhen. Et voilà. Rodrigos neues Zuhause. Du willst ihn ja einfach unterstellen? Na, irgendwo muss dein Liebling ja hin, wenn wir ihn entführt haben, oder? Ja, und was sagt Herr Saalfeld dazu? Der kriegt doch gar nicht mit, ob ein Pferd mehr oder weniger im Stall steht. Ja, aber meine Mutter. Wenn sie plötzlich erfährt, dass Rodrigo einfach weg ist, dann kommt sie sowieso auf die Idee, dass ich was damit zu tun habe. Ja, dann fängt sie an, herumzuschnüffeln. Naja, dann finden wir eben ein anderes Versteck. Oder hast du plötzlich Angst vor der eigenen Courage? Nein, ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie wir ihn am besten transportieren, ohne Anhänger und ohne Auto. Ich muss den Rappen aus Box 4 in die Tierklinik bringen, zur Endoskopie. Und wenn wir bis morgen früh zurück sind, wird niemand den Hänger vermissen. Auf zum Bodensee? Ja klar, ich ziehe mir nur schnell was anderes an, ja? Soll ich dir helfen? Schlechte Zeiten für Liebende. Wird es jemals wieder gute Zeiten geben? Werden Robert und ich irgendwann wieder glücklich sein? Aber wie kann ich glücklich sein, solange Markus krank ist? Das könnte dir so passen. Dich hier draußen verstecken und mich in der Mittagspause warten lassen? Hey, nicht weinen. Weißt du, was ein kluger Bayer mal gesagt hat? Ich lache, wenn es regnet. Und wenn ich nicht lache, dann regnet es auch. Lass uns einfach jeden Augenblick genießen. Was hältst du davon, wenn ich uns heute Abend was Schönes koche? Prinzrouladen mit was du willst. Was ich will? So eine Krankheit hat auch was Positives. Es wird dein Widerwunsch von den Augen abgelesen. Ich werde alles für dich tun. Dr. Brunner, kommen Sie rein. Haben Sie sich mein Angebot doch noch mal durch den Kopf gehen lassen? Es steht also noch. Ja, natürlich. Aber allzu lange sollten Sie mit Ihrer Entscheidung nicht warten. So eine einmalige Gelegenheit bekommen Sie nie wieder, Ihre Klinik finanziell zu retten. Worauf genau lasse ich mich hier eigentlich ein? Markus Zastrow ist der Sohn meines verstorbenen Mannes. Und er leidet an einem besonders aggressiven Gehirntumor. Für solche Fälle ist unsere neue Enzymtherapie eigentlich nicht geeignet. Das müssen Sie ihm doch nicht unbedingt auf die Nase binden. Oder wollen Sie ihm jede Hoffnung nehmen? Natürlich nicht, aber unsere Forschungen mit dem neuen Enzym stehen noch ganz am Anfang. Ja, und da werden Sie weiterhin stehen bleiben, wenn Sie sich nicht ein bisschen flexibel zeigen. Sagen Sie ihm, dass diese Therapie schon vielen Patienten geholfen hat. Und notfalls fälschen Sie ein paar Krankenberichte. Das kann doch nicht so schwer sein. Darüber müsste ich mit meinem Partner sprechen. Ja, tun Sie das. Ich bin sicher, er hat nichts dagegen. Immerhin geht es doch um Ihre Klinik. Kaffee? So, bitteschön. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Vielleicht können Sie meine störrische Tochter zur Vernunft bringen. Ich fürchte, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Schade. Rosalie, so früh zurück. Wie war die Tagung? Wohin ist Jakob mit dem Hänger gefahren?
Nach München, wieso? Ach, er ist gerade mit dem Affenzahn an mir vorbeigefahren. Und Ihre Tochter, die saß übrigens auf dem Beifahrersitz. Ja, wissen Sie zufällig, was die beiden vorhaben? Keine Ahnung. Die Etagenkellnerin und der Stallbursche. Und das während der Arbeitszeit. Die werden was zu hören bekommen. Hänger. Was für ein Hänger? Ein Pferdeanhänger. Herr Krentlinger muss mit einem der Rappen in die Tierklinik. Alfred, wenn mein Fräulein Tochter bei Ihnen auftaucht, sie darf Rodrigo auf keinen Fall mitnehmen. Der bleibt bis morgen zum Verkauf im Stall. Ja. Gut, ich verlasse mich auf Sie. Ist der Abschluss für 2010 fertig? Es fehlen noch ein paar Belege, aber die mache ich morgen. Alles in Ordnung? Ja, danke, es geht schon. Ist nicht so schlimm. Sag mal, hast du Dr. Brunner herbestellt? Wer ist Dr. Brunner? Ein Psychiater, ein unangenehmer Zeitgenosse. Und wieso fragst du da mich? Dieser Dr. Brunner hat, Wenigstens dir geht es gut, Emil. Eva, ich muss dir etwas sagen. Ich habe einen Gehirntumor. Wie soll das nur weitergehen? Ich kann Markus nur helfen, wenn ich ganz für ihn da bin. Professor Kamp, Brunner hier. Rufen Sie mich bitte umgehend an, bevor Sie mit der Bank reden. Eventuell gibt es doch noch eine Möglichkeit, wie wir kurzfristig Herrn Caponi kommen. Also melden Sie sich. Danke. Können Sie mir sagen, wo Dr. Brunner sitzt? Gleich da hinten. Danke. Gerne. Herr Dr. Brunner? Ja? Hätten Sie kurz Zeit für mich? Bitte. Danke. Ich habe zufälligerweise erfahren, dass Sie und Ihr Kollege eine neue Krebstherapie entwickelt haben. Das ist richtig. Darf ich freundlicherweise bei Sie Ihren Namen erfahren? Entschuldigen Sie bitte. Markus Tastow, Geschäftsführer hier im Fürstenhof. Angenehm. Was genau möchten Sie denn über unsere Arbeit wissen? Bitte. Genau genommen alles. Wissen Sie, ich habe einen schnell wachsenden, bösartigen Hirntumor. Und ich möchte wissen, ob Sie mir helfen können. Schatz, kannst du zufällig Fabian vom Kindergarten abholen? Ach, danke, ich liebe dich. Hallo? Ich hätte fast eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Wo warst denn du? Was ist passiert? Nee, nicht trinken. Erzähl mir lieber, was los ist, bitte. Willst du auch einen? Nein, danke. Alkohol hat noch keinem geholfen und erst recht keine Probleme gelöst. Manchmal schon. Wobei denn? Mit einer
einer Mordanklage fertig zu werden, mit meinem Leben fertig zu werden, damit fertig zu werden, dass die Frau, die ich liebe, mit einem anderen Mann zusammen ist. Der auch noch todkrank ist. Unser Immunsystem erkennt die Krebszellen oft nicht, da sie sich mit körpereigenem Fibrin umgeben, also tarnen können. Aber diese Monotromax-Enzyme, die können die Tumorzellen vernichten. Wenn Sie so wollen, die neuartigen Enzyme machen die Krebszellen für das Immunsystem sichtbar und dadurch angreifbar. Und dann werden sie zerstört? Ja, denn zusätzlich fördern die Monotromax-Enzyme die Bildung des Tumornekrosefaktors, eine Substanz, die für die Zerstörung der Krebszellen mitverantwortlich ist. Okay, und das funktioniert? Wie gesagt, wir sind noch in der Testphase, aber bei bestimmten Krebsarten haben wir schon erstaunliche Erfolge erzielt. Wie würden Sie denn meine Erfolgsaussichten einschätzen? Um das seriös zu beurteilen, bräuchte ich deutlich mehr Informationen. Gut, aber grundsätzlich spricht ja nichts gegen eine Behandlung durch Ihre Enzymtherapie, oder? Prinzipiell kann dank des Monotromax-Enzyms jede Tumorzelle aufgespürt und vernichtet werden. Wir haben gerade in der Klinik eine Studiengruppe mit Krebspatienten ins Leben gerufen, mit teilweise verblüffenden Erfolgen. Wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen gerne mal eine Informationsmappe zu dem Forschungsprojekt zusammen. Darf es bei Ihnen noch etwas sein? Nein. Nein, danke. Ja, gerne. Aber ich sage gleich dazu, wir haben gerade erst mit unseren Studien begonnen. Es gibt Kollegen, die stehen unserem Vorhaben äußerst skeptisch gegenüber. Allerdings ist der Neidfaktor in solchen Fällen erfahrungsgemäß nicht zu unterschätzen. Denn wenn endlich der Durchbruch in der Krebsforschung gelingen sollte, geht es dabei um sehr viel Geld. Ja, das kann ich mir denken. Okay, es ist keine Fünf-Sterne-Küche, aber meine Spaghetti Bolognese gelingen mir eigentlich immer ganz ordentlich. Ich hab einfach... Keiner macht sie so gut wie Tanja. Ich hab wirklich... Also jetzt probier wenigstens. Ich hab keine Hunger. Aber wenn ihr noch was zu trinken habt, vielleicht... Kannst du nicht, dass du genug hast. Wenn ich gehen soll, dann müsst ihr mir das nur sagen. Ich will euch nicht den Appetit verlieren. Oh, nein, so meinte ich das nicht. Stimmt's? Quatsch. Außerdem ist es viel besser, du schiebst hier deinen Frust, bevor du irgendeinen Blödsinn machst. Wir sind auf Kaution frei. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst, ich dürfte gar nicht hier sein. Du, strenge Auflagen. Ich hab nichts gesagt. Ach, ist das sowieso egal. Ich an deiner Stelle würde auch durchdrehen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie das ist, wie mit einer Frau wie Barbara zu tun haben zu müssen. Diese Frau ist eine Hexe. Erst wollte sie Miriams Leben zerstören und uns alle töten. Und jetzt will sie mich fertig machen. Mich, ja? Aber ich werde das nicht zulassen. Diesmal werde ich das nicht zulassen. Es wird höchste Zeit, dass jemand mal aufsteht und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Okay, ganz ruhig. Mach jetzt keinen Blödsinn, okay? Die Botschaft ist angekommen und jetzt setz dich wieder. Ah, lass mich los. Du setzt dich jetzt auf deinen Stuhl und isst deine Spaghetti. Und wenn du wieder nüchtern bist, reden wir darüber, wie es weitergeht. So. Entschuldigung.